Neues Spiel, neues Glück. Und ihr ratet nie, wo wir sind. Natürlich sind wir in Rondo. Oh, ich mach, glaube ich, gerade was unfassbar Dummes. Ich will nach Longho. Und Longho ist halt am Rand der Karte. Shit, da geht noch einer runter. Habe ich gesehen? Ach so, warte mal. Eye-Tracker machen wir auch an. Longho, meine Damen und Herren. Wo ist denn der Fallschirm von dem? Ich sehe ihn nicht. Muss doch schon unten sein, ey. Hä? Ah, rechts. Oh, das wird hässlich. Der ist weiter unten. Oh, er hat schon Waffen. Ich hab einen Helm. Und einen Vertical Grip. Und ein Problem. Er ist draußen, ich bin drin. Wir müssen uns kurz verarzten. Und die Blue Noodle ist erledigt. Da hat er sich bestimmt voll geärgert jetzt. Von der schlechtesten Waffe im Spiel erledigt. Die blaue Nudel, ey, ich sag's euch. Die hat jetzt aber eine blaue Nudel. Ey, ganz ehrlich? Ich spiel mal den Oompa Loompa hier. Der ärgert sich jetzt bestimmt ziemlich. Mal nochmal eine Bandage auflegen hier. Spiel's normal, Johnny. Ach, und wir sind auch noch in der Zone, das ist doch erfreulich. Sehr gut. Okay. Und vielleicht ein bisschen... Ah, ah. Die wurde gebufft, ne? Ganz ehrlich. Dann bleibe ich doch bei der. Bei der... Extended Quick Draw. Half Grip brauchen wir nicht, oder? Oh, ist eigentlich gut. Sind beide gut. Eigentlich wurscht. Okay, wir haben Smoke-Granate, aber ich habe keinen Smoke-Granaten-Launcher. Obwohl, wartet mal. Ich nehme mal, ich glaube, ich hatte der einen. Ein Smoke-Granaten-Launcher? Nee. Da war er, da liegt er. Battle Royale Coins habe ich. Ist da noch irgendwelches Gruscht? Ich nehme aber alles mit, was es so an Anbauteilen hier rumliegt. Warum? Weil ich das alles verscherbel jetzt hier im Markt.
Und dann kriege ich vielleicht einen Schalli für die Derpo noch. Das wäre so das Ziel. Das wäre so das Ziel. Nur mal aufpassen, nicht, dass hier einer rumrattet hier. Das wäre schlecht. Haben wir alles verkauft. Und jetzt, wir brauchen... Oh shit, reicht nicht, oder? 350. Wie viel kriege ich denn dafür? 30. Passt. Damit kann ich leben. In der Kombi. Yes, sir. I like. Bleiben bei der Dragono. Ja, zu viel Munition für die Knarre haben wir jetzt eigentlich schon. Lass uns mal lieber mal im Auto ausschalten. Die Taser Gun hat hier schon mal jemand gespielt, die macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Ich meine, du kannst jemanden tasern, aber was bringt es dir, jemanden zu tasern? Mhm. Dachte ich, hatte einen klar. Granatli? Ich hätte gerne noch ein bisschen 45er. Noch ein bisschen 45er. Hat eigentlich jemand mal die JS9 ausprobiert, seitdem das Update rauskam? Wirklichchen. Jetzt habe ich zu viele Stun Grenades. Wir droppen mal eine. Ah, hau mal weg. Munition brauche ich. Die Map ist absolut oder naja, absolut unmöglich. Aber sie ist nicht so einfach ohne Auto. Molto nervo. Molto nervo. Ohne Vehiculo. Ah, ouch. Nein! Was war das denn? Exiting Vehicle? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Das wäre unheimlich, das war sehr dummes gewesen. In die Mitte von der Zone fahren, das ist glaube ich auch keine schlaue Idee, ne? 36 am Leben. Da ist noch ein Auto. Das ist die große Frage, ist hier noch einer? Hier noch einer drin. Schwer zu sagen. Ich will auch jetzt nicht derjenige sein, der es rausfindet.
Wir müssen kurz warten. Wir müssen kurz ruhig sein. Ich sehe niemanden mehr. Hm. Falls hier einer wäre, würde der. Hätte er wahrscheinlich schon längst die Nerven verloren. Übrigens auch was, was ich mittlerweile richtig gut finde, ist das Holo. Ja. So, jetzt. Wir müssen schon wieder weiter, echt? Weiter geht's. Wir laufen jetzt nochmal. Jetzt lauf mal. Einziger Nachteil bei der Dragunov finde ich, die ist halt auch mit Schalli ultra laut, finde ich. Zumindest kommt mir das so vor. Die Mark 12 ist mit Schalli viel leiser als die Dragunov. Finde ich. Kann was Subjektives sein, aber ich finde die mit Schalli leiser. Die Mark 12. Flugzeug, Crate, Auto. Und was auch das Scope mit? Emergency Pickup ist eigentlich auch was Feines. Wir laufen wieder. Wir laufen lieber, weit ist es nicht. Mit dem Fallschirm jetzt in der Zone zu landen, macht keinen Spaß mehr. Ah, shit, wir müssen durch die Reisfelder durch. Ich habe eine coole Maus gesehen online, Zaunkönig Mark 12. Keine Ahnung, ob die cool ist oder nicht, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Überlegen, ob ich mir die kaufen soll. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Zaunkönig Mark 12 cool findet oder nicht. Da drüben ist Gefahr. Compounds sind immer gefährlich. Sneaken. Gefällt mir hier. Wenn mich keiner gesehen hat, von hinten, dann sollten wir hier einigermaßen safe sein. Yes, sir. Der nächste EMP. Ja, Holographic ohne Scope ist halt shit. Okay, das ist ein Problem. Das stimmt, das gebe ich auch. Geil. Ich sehe nichts. Wir nehmen das Red Dot. Oh, das hat auch keinen. Was sagt denn unser Sechser-Scope? Ja, der Sechser-Scope, da ist halt drauf verlassen. Ne? Genau. Oh, wir müssen weit. Shit. Wir müssen weit. Immer das gleiche in dieser Map, echt. Übrigens, ich glaube, da könnt ihr nicht durchfahren mit dem UAZ, mit dem gepanzerten UAZ könnt ihr da durch diesen Schlamm nicht durchfahren. Habe ich irgendwo ein Video gesehen online. Warum ignoriere ich die Häuser? Ich habe einfach die Hoffnung, dass da keiner drin hockt. Hinter mir. Das hat, glaube ich, das hat sich aus meiner Perspektive nicht so schlimm angehört, aber aus seiner war das, glaube ich, gar nicht so angenehm. Nachteil ist, er kann mich jetzt in aller Ruhe rauspicken. Ja. Zumindest denkt er das. Aber er ist auch nicht in der Zone, insofern können wir das jetzt mal probieren hier. Hubschrauber?
Von dem geht jetzt akute Gefahr für mich aus. Ich sehe ihn nicht mehr. Weil er weiß, dass ich da bin. Ich hätte vielleicht einfach nur auf ihn schießen sollen. Oh, nochmal die 45 mit. Da hinten ist einer. Der zieht schon auf mich. Ja. Ja. Wenn du schießt, kriegen alle raus, dass... Ja, das war's. Und weg ist er. Jetzt holen wir mal einen Sniper mit Charlie. Links, Money. Auto gibt's jetzt nicht mehr, glaube ich. Auto steht. Moped. Oh, ja, ja, hier geht's ab. Der Typ, der auf mich geschossen hat, wurde gerade weggemetzelt. Von einem Schalldämpfer-Dude. Das ist das, was ich meine. Das Game ist knüppelhart zum Schluss. Gut, links von mir ist ein Schalli-Dude. Vor mir steht der Elektrobus. Das finde ich auch gut, dass jetzt PUBG auch langsam auf E-Mobilität umsteigt, weil ganz ehrlich, dieses Rauch, dieser Rauch da immer, dieser Feinstaub, das ist nichts. Wobei, irgendjemand hat mal geschrieben, Rauchen rettet Leben bei PUBG. Das stimmt eigentlich, das was war alles dran, ne? Noch 18. Ich bin sneaky. Ich bin sneaky. Da oben ist bestimmt noch irgendeiner. Sehe keinen. Links von mir, der Schalli-Dude. Wo ist der? Shit, ich habe so keine Lust, da durch die Gegend zu laufen. Ne? Das ist ultra scary. Wo ist der Schalli, Bro? Der dem anderen gerade einen Heli verpasst hat. Der auf mich geschossen hat. Bin ich da ein Fahrrad? I wouldn't be able to tell. Da ist eine Crate. Soll ich mir die holen? Nee. Weiß nicht, ist eine Falle, oder? Na, warten mal, vielleicht. Wenn die Zone drüber ist, dann vielleicht. Direkt rum. Irgendwo hier. Alles klar. Wir warten hier kurz. Ich habe nämlich ein Jammerpack. Und der Typ, der hier mit dem Auto hergefahren ist, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, ich kann jetzt hier mal in aller Ruhe ein Jammerpack mir reinknören. Die Painkillers. Und darauf warten, dass die Sony ihn rauspusht. War drauf. Warte mal kurz. Ja. Ich war ziemlich drauf, aber nur ziemlich. Ich werde einfach Glück gehabt. Hat er auch? Nee, hat keinen Jammerpack. Also die Theorie war gut, ne? Die Praxis dann wohingegen wieder nicht. Was war das denn wieder schön für ein Scheiß gerade? Stirbt er jetzt in der Zone? Das finde ich ultra witzig. Nee, tut er nicht. Doch. Okay, Leute. Sorry, aber das musste sein. Das war gut. Das war lustig. Das macht Spaß. So.
Da hat ihn meine Imp doch noch umgebracht, aber um zwei Ecken. Und guckt, ich hab's gesagt, da waren noch zwei drin gelurcht in dem Compound hier. Ich wusste's doch. Da waren nur zwei drin, nicht nur einer. Aber die Zone hat ihn rausgepusht, ich hab's doch gesagt. Oh mein Gott, was für ein Spiel. Auch gut am Anfang die Schrotflinten-Action. Was lernen wir aus der Schrotflinten-Action ganz am Anfang? Da lernen wir draus, unterschätzt nicht Leute mit schlechtem Loot. Ihr wisst schlicht nicht, was die haben. Gut möglich, dass der mit einer DBS, das ist das Einzige, was er gelootet hat, eine Double-Barrel-Shotgun oder eine DBS ist. Und dann steht er echt dumm da. Wenn er mit einer Weste und einem Helm ums Eck stürmt und einer M4, weil er denkt, ihr könnt den jetzt platt machen und dann one-shottet er euch mit der DBS oder sowas. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Auch wenn ihr wisst, dass ihr besseren Loot habt als der andere, der kann euch trotzdem one-shotten, potenziell immer. Insbesondere in so... Oh, jetzt wird's hart. Das ist das, was ich meine. Bei dem Game, ich sag's euch, die Zone ist wirklich brutal. Da fahren ein Motorrad rechts. Warum hat er das nicht... Also das Motorrad wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er genommen hätte. Auf der anderen Seite, der Typ hat Tier 3, Level 173. Der spielt das Spiel nicht zum ersten Mal. Aber ganz ehrlich, nee. Also wenn der jetzt außerhalb der Zone stirbt, dann, wäre es definitiv besser gewesen, er hätte das Motorrad genommen. Der schafft es doch gar nicht mehr in die Zone rein jetzt, oder nicht? Puh, nee, also da hätte ich, glaube ich, echt das Motorrad genommen. Der Nächste, der an der Zone stirbt, ich flipp aus. Tier 3 Typen sterben hier an der Zone. Motorrad wäre es gewesen, war rechts von dir gestanden, Junge. Monster Wolf Max. So viel First Aid kannst du gar nicht haben. Alter. Wie viele Medipacks hat der? Das gibt's ja gar nicht. Wie viele First Aid Kits? Alter, wie krass ist das? The fuck? Okay, das ist jetzt das wievielte First Aid Kit? Ich hab vergessen mitzuzählen. Direkt vor ihm, an der Kante da. Alter Schwede, krass. Das waren jetzt 4 Medipacks? 5? 6? Ich hab's echt nicht mitgezählt. Jetzt dürfst du nicht mehr lang rumdrödeln. Aber es sind noch 3. Überschaubare Anzahl. Schon gut, was er da macht, ey. Boah, das hat auch wieder richtig wehgetan, ja. Das hat auch wieder richtig wehgetan. Monster Wolf Max. Jetzt hat er wahrscheinlich keine First Aid Stuff mehr, oder? Sonst hätte er sich doch geheilt, oder? Ich würde mehr nach... Okay, das war gut getroffen. Noch 2. Das war gut getroffen. Der hat kein Medi-Stuff mehr, glaube ich. Ah, oh, gemein.
Huiuiuiuiuiui, das war ein krasses Match, ey, mein lieber Scholli. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Und schaut auch gern mal in meinen Kanal rein. Da habe ich diese anderen Videos noch mit dem Aim-Trainer und Rückstoßtraining etc. Kann ich euch gerne mal verlinken. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ja, macht's gut. Ciao, ciao.